Liebe Schwestern, liebe Brüder, es war Papst Johannes der 23., der in seiner Überzeugung etwas tat, was bei den Liturgiewissenschaftlern bis auf den heutigen Tag umstritten ist. Er hat in den römischen Messkanon, den ersten, bei all den heiligen Josef dazugefügt. Und es ist Papst Franziskus, der das ausgeweitet hat, vom ersten Kanon, da steht es zumindest inzwischen im Messbuch, auf alle Hochgebete. Der heilige Josef sei immer nach der Gottesmutter zu erwähnen. Bei aller Begeisterung für Papst Franziskus in unserem Land sieht man, dass, wenn man sogar die Messe der Bischofskonferenz verfolgt, dass das noch nicht alle Bischöfe tun. Die Bischöfe sind ein wenig stur in ihrem liturgischen Eigenrecht. Ist das einfach nur eine fromme Allüre oder Attitüde? Oder hat es vielleicht einen tiefen Sinn, gerade diesen Mann, der ganz wenig im Neuen Testament vorkommt und der ebenso still und heimlich, wie er gelebt hat, aus dem Neuen Testament verschwindet? Was mit ihm wird, erfahren wir nicht. Oder ist es eine tiefe geistliche Überzeugung, die wir in dieser Erwähnung immer im Hochgebet, im eucharistischen Kanon wahrnehmen können und für uns fruchtbar machen können? Ist nicht dieser Josef ein großer Gegenentwurf zu dem, was wir selber heute zu sein versuchen? Nämlich immer nur ich. Mit meinen Ideen, mit meinen Vorstellungen, mit meinem Leben und ach, mit so vielen meinen persönlichen Problemen. Es wird nicht berichtet, dass Josef die nicht hatte. Wir können es ein wenig erahnen, indem, wie er wahrnahm, dass dieses junge Mädchen, das ihm versprochen ist und das er zu heiraten sich anschickt, plötzlich schwanger ist. Josef wird seine eigenen Vorstellungen gehabt haben. Gleich, ob er ein kräftiger Mann war, in der Blüte seiner Jahre oder, wie es die apokryphen Evangelien sagen, verwitwet mit einer Reihe von Kindern und sich ein zweites Mal anschickt zu heiraten, jene Miriam Maria von Nazareth. Aber er wird seine eigenen Pläne und Vorstellungen gehabt haben. Wieso nicht? Er ist ein Mann seiner Zeit. Wer will ihm das verdenken? Und dann beginnt etwas in diesem Leben, das so merkwürdig ist, das ihn weit wegführt, Lichtjahre von dem wegführt, was er sich eigentlich gedacht und vorgestellt hat. In Stille seinem Beruf nachzugehen, eine neue Familie zu gründen, eine wunderbare junge Frau zu haben, weil sich plötzlich etwas erfüllt in seinem Leben. Die Schrift sagt nicht viel über ihn, er selber sagt gar nichts. Die Schrift sagt nur, er war gerecht und fromm. Das sind nicht irgendwie zwei schmückende Beiworte, sondern das wird gesagt in der Schrift von denen, die ganz im Wort Gottes zu Hause sind. Und eines Tages beginnt dieses Wort zu sprechen. Es richtet ihm etwas aus. Nämlich, dass es ihn meint und ihn betrifft und dass es sein ganzes Leben verändert. All seine Pläne, all seine Ideen, all seine Wünsche, auch all seine Träume, weg. Und er steht auf und folgt diesem Wort. Wir lesen das so schnell. Wir nehmen das so selbstverständlich an. Aber das ist etwas Großartiges, das hier geschieht. Paulus wird das später mit dem großen Wort neue Schöpfung bezeichnen. Hier ist jemand herausgerufen worden, im wahrsten Sinn des Wortes, in die neue Schöpfung. In die Schöpfung dessen, der sein Pflegesohn ist, der diese ganze Schöpfung umkrempeln wird mit seinem Wort, in der Kraft seines Wortes, durchdringen wird mit seinem Geist, damit kein Tod dieser Schöpfung mehr etwas anhaben kann. Es ist schön, wie die alte Tradition mit Josef umgeht. Sie sucht nach Vergleichen und Namenspatronen.
Es kommt nicht von ungefähr, dass wir in der Vigil die Josefsgeschichte aus dem Buch Genesis lesen. Das ist der Part, wo sich dieser verkaufte Josef, der sich nicht wehren kann, diesem etwas lüsternen Weib des Potiphar, in dessen Haus er inzwischen zu einem Obersklaven geworden ist, sich widersetzt. Er soll ihr zu Willen sein. Sie hat es auf ihn abgesehen. Der Text sagt zweimal, sie hat ein Auge auf ihn geworfen. Aber er tut es nicht. Es ist der keusche Josef, den uns diese Parallele aus dem Buch Genesis in den Vordergrund bringt. Und es ist in der Tradition ein anderer Josef. Der ostkirchliche Gesang der großen Wehklage am Karfreitagabend lässt uns hören: Einst floh Josef mit dir nach Ägypten, jetzt ist es ein anderer Josef, der mit dir nicht mehr flieht, sondern dich begräbt. Josef von Arimathäa, von dem wir gerade einmal den Namen haben und dass er an Jesus interessiert war. Schweigsam, wie sein großer Namenspatron, der Pflegevater Jesu. Und doch sind das Menschen, die für uns wichtig sind. Deshalb verehren wir sie. Deshalb halten wir ihr Andenken nicht nur in einer gewissen Erinnerung hoch, sondern sie machen eigentlich das Wesen der Kirche aus, zu allen Zeiten. Vielleicht sind es nicht die ganz großen Namen. Es sind nicht die großen Reden, die gehalten werden, oder lange Predigten. Es ist das, was in Josef aufbricht, als er aufsteht und das Wort Gottes tut. Vielleicht müssen wir mehr lernen, hinzuhören wie er. Und vielleicht müssen wir auch lernen, mehr zu schweigen wie er, um das Entscheidende zu tun, um Gottes Wort anzunehmen, es zu bergen, es zu beschützen und es dann Gestalt werden zu lassen, ohne viele Worte, in jener Selbstverständlichkeit, für die Josef auch als Patron der Kirche steht.